total genossen. Wir haben gar nicht zum Arbeiten anfangen wollen, weil ich gesagt, der Zustand ist es halt. Ja, Wahnsinn. Der Bazi ist natürlich schon wieder nicht da, das ist typisch. Auch noch nicht da. Der kommt aus England eigentlich, der Hund steht aber in Ungarn und der Hund ist der Engländer und man kann immer einen Grund finden, warum auf der Welt irgendwas nicht geht. Und da sind Hundleute super. Ich sage immer, wie gibt es der Spruch zu Indien? Das ist, der sagt, 90% aller Wirte sind zu 100% trocken. Und bei uns, würde ich sagen, ist der prozentuale Anteil, ja. Die 100% können wir nicht kaufen, aber das andere haben wir noch. Überall. Und ich sage immer, wenn du eine Qualität hast, das ist immer gut. Also wie ich noch viel ausgeführt habe früher, ich bin auch überall hingefahren, ich war totaler Newcomer und komischerweise sind meine Hunde gekriegt. Wir haben die Kleine mitgenommen. Ja, ja. Aber die passt ins Auto genau rein. Die müssen alle ein bisschen raus. Ja, ja, wir müssen mal absetzen. Ja? Ja, alle müssen ein bisschen raus. Ah, du hältst das nicht so viel. Nein, er muss. Er muss, sonst zerlegt er uns aus. Sonst schläft er nicht, sonst bleibt er bis um 2 Uhr nach der 8. Und er zerlegt uns aus, weil er die ganze Zeit nicht herumrennt, ausrutscht und dann ging er Kaffee. Aha, okay. Und dann haben wir noch 3 Katzen, die wir angehen. Er ist super. Wenn wir nicht. Warte, so kann man dich nie ausstellen. Ich glaube eher, das freut den Gärtner, was die da. Wieso soll es den Gärtner freuen? Ja, das alte Zeichner. Vielleicht wollen sie Zecken finden. Ja, aber wenn du so ein Gartenshaus hast, dann jetzt fliege ich hin. Wenn du das so Haus so aus hast. Was auch nicht. Naja. Aber die einer wird sie sicher unterwerfen. Also. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht.
Aber das muss ich mir noch anschauen.